Leute, Crimex hier, was geht mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute, wir sind hier mal wieder bei unserem wunderschönen Zuhause und wir schauen heute mal, was in der Stadt so abgeht, Leute, lasst natürlich über ein Like und ein Abo. Hä? Leute, hört ihr das? Wer ruft mich denn jetzt hier gerade schon an, Junge? Hallo, wer ist da? Los Santos Police Department, hallo, ist da der Herr iCrimex? Polizei, Leute? Was will denn die Polizei? Ja, hier ist iCrimex, ja, was ist los? Gar nichts Besonderes, kommen Sie sofort zum PD! Ja, okay, alles gut. Sofort! Okay, tschüss. Die Stadt braucht sie, ciao. Hä? Was, habt ihr es gehört? Irgendwie der Polizeichef hat uns gerade angerufen, meinte, wir sollen sofort zum Polizeirevier kommen. Die Stadt braucht uns? Leute, vielleicht ist das aber auch eine Falle und die wollen mich wieder verhaften oder sowas. Oh, ich weiß nicht, aber ey, keine Ahnung. Ich wollte jetzt eh in die Stadt fahren, Leute. Mal gucken, was heute abgeht. Wir fahren jetzt mal beim Polizeirevier vorbei. Gucken mal, was jetzt hier der Polizeichef von mir will, Leute. Lasst auf jeden Fall jetzt hier schon mal ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns gleich wieder bei der Polizei. Let's go! So, Leute, wir parken jetzt hier erstmal schön. Wir dürfen auch auf dem Bordstein parken, Leute. Der Wagen ist so krass, damit dürfen wir überall stehen. So, was ist denn jetzt hier? Warte mal, da vorne sehe ich den auch schon direkt stehen. Das ist doch der, der uns angerufen hat. Weiter geht, weiter. Ja. Achso, Herr iCrimex. Ja, Sie haben mich gerade angerufen. Wie kann ich denn die helfen? Die Stadt braucht Sie, Mr. iCrimex. Ich flehe Sie an, bitte. Wie die Stadt braucht mich, hä? Es gibt nur noch Kriminelle. Wir brauchen Verstärkung. Keiner bewirbt sich mehr. Und wir möchten iCrimex und Touren beim PD haben. iCrimex und Touren, Leute, wir haben tun doch mal alles, was sie wollen. Eigene Fahrzeuge, alles. Ey, Leute, vor ein paar Monaten, wisst ihr noch, haben wir doch mit Touren zusammen mal der Polizei geholfen. Und das war wohl relativ erfolgreich. Ja, aber die Frage seitdem ist, seitdem sie kein Polizist mehr sind, gibt's nur noch Kriminalität. Mhm, ja, ja, wir haben auch einen guten Job gemacht, Touren und ich, ja. Aber die Frage ist, Officer, was springt denn für Touren und mich raus, ja? $10 die Stunde. Das ist das Doppelte von dem, was ich bekomme. $10 die Stunde. Sie wissen schon, wer Touren ist. Ja, wie viel möchten Sie denn? $10 die Stunde. Für $10 die Sekunde bückt er sich nicht mal. Okay, $10 die Sekunde. Also ganz ehrlich, ich glaube, um Geld geht's da nicht. Ich müsste mal mit Touren sprechen und den mal fragen. Ja, vielleicht kann ich. Sie werden direkt auch Undercover Officer. Heute Undercover unterwegs, okay. Ja. Wissen Sie was? Ich werde mal kurz meinen Kumpel Touren fragen gehen, ob der überhaupt Bock hat. Okay. Und was er will. Und dann komme ich nochmal zurück mit einer Forderung. Aber ich kann schon mal sagen, für meinen Teil, ich möchte, dass alle meine Strafakten gelöscht werden. Na klar, habe ich hier in der Hand. Zack, sind gelöscht. Okay, dann bis gleich, Officer. Leute, habt ihr das gehört? Die Polizei möchte wieder, dass iCrimex und Touren der Polizei helfen. Ey, die sind ja, glaube ich, richtig überfordert, seit wir da nicht mehr unterwegs sind. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ein Tag als Polizei mit Touren, das war ja eigentlich schon lustig gewesen damals. Also ich sage euch ehrlich, mir geht es nicht ums Geld. Und Touren hat, glaube ich, auch mehr als genug Geld. Wir können ja mal Touren fragen, ob er darauf Bock hat. Vielleicht hat er ja heute Langeweile, Leute. Wir fahren mal zu unserem besten Freund Touren. Let's go. Oh, Leute, so bei Tourens Tempel. Ey, wie lange wir schon nicht mehr hier waren. Oh, ich habe meinen besten Freund Touren vermisst, Leute. So. Oh, hä, was macht der denn da? Yo, Touren? Hä? Touren? Hä, Leute, der lässt die Autos ja hier schon wieder schweben. Oh, jetzt hat er sie verschwinden lassen. Touren, was geht? Alles gut? Oh, Max? Ja, Touren. Alter, was hast du hier gerade gemacht? Gesehen. Tut mir leid, ich hab die nicht mitbekommen. Nix, trainieren! Alter, okay, okay. Du weißt aber, guck mal. Sonnenenergie muss, trainiert, ne? Ja, richtig, aber jetzt, ich kann auch machen, ohne dass ich meditiere. Guck! Oh, Alter! Guck mal, einfach so machen. Leute, Touren. Ey, okay, Touren ist echt. Du hast echt mittlerweile sehr, sehr krasse Fähigkeiten, Touren. Ja, ich hab den ganzen Tag nichts zu tun. Touren, das trifft sich gut, dass du sagst, dass du nichts zu tun hast, weil ich habe da so eine, ich habe da ein Angebot bekommen für uns. Ja, ist immer mehr. So, mein und ich, zwar, ich trainiere weiter so lange, ja? Ja, du weißt doch. Ja. Alter. Ja. Leute, Touren ist echt gut in Form. Du weißt doch noch, vor ein paar Monaten haben wir doch mal einen Tag als Polizei gearbeitet. Ja, schlimmste Tag meines Lebens. Ja. Alter. Und Feuerball, Junge! Ja, hab ich Befehl mal gesehen. Okay. Ja, okay, Polizei, was damit? Das war doch eigentlich ganz lustig damals, oder? Ja, mit dir ist alles lustig. Aber ich hasse Polizei. Ja, ich mag die auch nicht, aber jedenfalls, der Polizeichef hat mich gerade angerufen und gefragt, was wir denn haben wollen, wenn wir einen Tag mal wieder aushelfen. Gibt's irgendwas, was du willst? Der hat $10 die Stunde angeboten. Ja, so viel verdienen die Mücken in meinem Tempel drin, so viel bezahle ich denen. Okay, Touren, steig mal in den Wagen ein. Wir fahren mal hin, wir können ja mal mit dem reden. Das ist eine gute Idee, warte, ich muss hart nachdenken. Okay, mach weiter, ich muss weiter nachdenken. Okay, dann Touren denkt ziemlich laut, Leute. Okay, ja. Ist das eine gute Idee? Ja, ist eine gute Idee.
Nein, machen. Macke nicht, Juan. Juan, Polizei kaputt machen. Ich glaube, Juan redet gerade mit seiner guten und mit seiner bösen Seite in sich. Ja. Mach sie alle kaputt. Ja. Wir können die Polizei auch ausnutzen für was Gutes, ah? Wir können Macke in das Max-Spiel kriegen. Max haben alles. Wir können Max selber alles geben. Lass Polizei kaputt machen. Ja. Oh. Halt die Beine in die Schnauze! Oh, Entschuldigung. Ey, wir sind hier gerade reingefahren. Was soll das? Junge, beruhig dich. Oh, der will abhauen, ne? Ja, egal, keine Zeit dafür. Egal, keine Zeit. Ja, pass auf, Touren. Wir machen einfach so. Der Typ hat mir nämlich versprochen, dass meine ganze Akte gelöscht wird. Wir fahren da jetzt einfach hin und da machen wir einfach einen Tag Polizei-Action heute. Lass uns aber kurz noch nachverhandeln. Okay, wir können nachverhandeln. Du kannst dem Typen jetzt hier direkt mal alles sagen, was du willst. So, Touren, das hier ist Officer Schmidt. Hallo, Mr. Touren, hallo, hallo. So, ich bin am Überlegen. Ja. Komm, du Blauken, also die Hilfe vom gut aussehenden Jungen, leisten, erfolgreichen ein Climax und von dem allem das Gleiche und noch ein bisschen besser tun. Ja, ist korrekt. Bitte, die Stadt braucht sie. Es ja, gibt wir werden der Stadt helfen, kein Problem. Warte. Ja, so, meine Freunde kriegen natürlich alle Akten, wie auch Strafzettel. Ja, alles ja, ist genau, auch alle Strafzettel. Die nächsten 2 Jahre darf er auf der ganzen Stadt Kustelus parken, wo er will. Na klar, das natürlich. Ja, klar. Und kommen Sie mal ganz kurz mit. Ja, Max, warte kurz. Ja. Was sagt du an ihm gerade? Das ist nicht verhandelbar. Der, wirklich der? Was sagt er dem da, Leute? Warum der? Das ist doch ich höre das nicht. Ja, okay, verstehe. Mach das und ich bin dabei, sonst ich bin laut. Ja, es ist sehr, sehr schwer, aber es ist ein Deal. Okay. Touren, was hast du dem gerade gesagt? Ach, Kleinigkeiten, die dich gar nicht bekümmern sollte. Okay. Na gut, also okay, fangen wir jetzt an als Polizei. Geht's jetzt los. Kommen Sie mit, Sie kriegen jetzt Ihre Ausrüstung. Yeah. Ein Dienstfahrzeug, alles drum und Alter, dran. Alter, nice. Kriegen wir auch einen coolen Anzug? Das hier wäre Ihr Auto. Hä? Das ist ja voll schmal. Ordentlicher Monster-Truck. Dann gehen wir ihn weiter. Das ist ja voll Schmalspur. Hier, G-Klasse. 4x4 hoch 2. G-Klasse, 4x4 hoch 2. Ja, das ist doch überhaupt nichts Besonderes. Okay. Ich sehe hier keine G-Klasse. Ich sehe hier keine G-Klasse. Ich meine G-Klasse. Oh, Turm ist ein bisschen durchgedreht. Ja, okay. Dann natürlich können Sie sich eins dieser Autos aussuchen. Ja, nee, Ulus. Oh, wir nehmen den Urus hier natürlich. Den Urus, ja. Ist das ein krasser Polizei-Urus? Das geht nicht. Ist das ein Undercover-Urus? Warte mal, ich guck mal, ob der hier Ding hat. Sirene. Vom Chef das Auto. Wow, Alter, der hat sogar eine Sirene eingebaut. Wie cool ist das denn? Das ist ein Undercover-Polizei-Urus. Ja, das geht leider nicht. Wie, das geht nicht? Das ist das Auto vom Chef, sorry. Ja, hä? Dürfen wir jetzt nur den BMW hier nehmen oder was? Ja. Gut, Touren und ich, wir gehen wieder. Was? Sie, wir sind nicht doch, gehen, wir nicht sind doch gehen. Keine Schmalspurpolizei. Was? Nein, setzen Sie sich rein, gutes Auto. Ich teste Auto, jetzt ja. das Ding, aber ich glaube nicht, dass uns das reicht. Nein, also geben meiner putzt doch noch nicht mal. Nein, das ist ein gutes Auto. Ja, sieht auch cool aus, stimme ich schon zu, aber ey, das ist. Ich kenne doch Touren. Touren will immer Urus fahren. Ich muss den Chef anrufen. Also Auto und beide Autos. Oder Urus? Ja, okay. Ja, verstehe, okay, alles klar, danke. Ausnahmsweise. Ja! Ey, aber warte, wir brauchen noch unsere Dienstuniform, Ausrüstung und sowas. Ich will meine Klamotten behalten. Die Uniform brauchen sie nicht, sind undercover. Ach, wir sind heute Undercover-Cops-Touren und ich. Ah. Aber eine Flagge. Oha. Ja. Ich hab so alle Waffen. Was soll ich damit jetzt machen? Guck hier, guck da, was, guck hier, was, guck da. Ich schau mal da weg. Sogar ich hab noch nicht alle Waffen. Hab ich werde mir die mal holen aus dem Kofferraum. Okay, also Touren und ich fahren jetzt hier los. Ja, wir warten auf Anweisungen. Viel Erfolg. Ja, super. Bald, was ist? Ich bin im Funk anzusprechen. Okay. Check. Wir sind auch im Funk. Check. Oh mein Gott. Ey, Touren, wir Muss sind ich jetzt. Auch Funkcheck machen? Ja, du kannst auch Funkcheck machen. Funkcheck, Polizei ist Malspur. Ja! Funkdisziplin bitte einhalten. So. Ja, Disziplin einhalten, macht 5 Liegestütze. Oh mein Gott, okay, wir sind jetzt hier erstmal auf Streife unterwegs, Touren. Deswegen, wir sind natürlich undercover. Wir machen jetzt erstmal die Sirene aus und wir gucken mal, was jetzt hier in der Stadt so abgeht. Okay, Fall ist drin, Fackel aus. Ja, hä? Der ist sehr komisch, glaube ich. Der Typ hier vor uns, der fährt doch ganz normal. Ja, ja. Nein. Touren, hä? Ey, Touren, wirfst du gerade Bomben, Alter?
Ja, wir müssen doch den GPS machen. Der fährt bestimmt zu einem Austausch von Waffen. Nein, ich sag dir, wie es ist. Wir können doch jeden verdächtigen. Ich sag dir ehrlich, wir werden jetzt erstmal langsam. Stopp! Hä? Hinter uns der LKW! Der hat illegale Flaggen. Ich weiß, ich spür sowas. Nein, Tour, dann entspann dich jetzt mal. Wir gehen jetzt hier erstmal in den Würfelpark. So, weil hier sind ja immer so Autoposer und sowas. Und jetzt gucken wir erstmal, ob hier Leute schnell hinterher flitzen. Und da werden wir uns dann direkt dranhängen. So, die werden hier denken, wir sind irgendwie auch so Flexer und mit einem getunten Urus. Und die werden nicht checken, dass es hier ein Polizeiding ist. So, wir parken jetzt mal schnell hier. So. Check, check, wir sind auf Position am Würfelpark. Check, check. So, okay. Check, verstanden. Ey, Turan, mach die Waffe weg, mach die Waffe weg. Also, ich warte. Wir müssen noch hier warten. Vorsicht, Vorsicht. Was ist denn das für einer? Das ist ein Laser, Nein, das ist nur ein kleiner Fisch, Wir müssen ja auf Leute, richtig krasse Leute warten, mit krassen getunten Autos. Ja, okay. Komm, ein bisschen mal hier warten. So, Turan, hier kommen... Ja, okay. Hier kommen sehr oft irgendwie so Autoposer. Oh, da ist doch schon der Erste. Habt ihr es gesehen? Das ist ein Aston Martin. Ein getunter Aston Martin. Okay, warte. Wir werden ihn jetzt mal ein bisschen anflexen und zu einem Rennen herausfordern. Und wenn er das Rennen annimmt, dann können wir uns den packen. So, und zack, schnell hinterher. Oh, da ist er, Leute. Hey, hier da, cooles Auto. Gibt's das auch schon gut? Hey, na, alles gut hier bei dir? Krasser Wagen hast du. Gibt's euer Auto auch in gut? Das ist ein Breitbau-Urus. Entspann dich, Turm. Das ist ein Breitbau-Urus. Was hast denn du da für eine Kiste? Schmalbau-Urus, ja, Schmalbau. Hä, was sagt der Schmalspur? Ja, lass uns doch mal ein Rennen fahren. Ein Rennen? Ja, okay. Wir haben aber gerade erst ein Rennen gemacht gegen drei andere. Und ja, gewonnen. Weißt du was? Wir machen sogar so, wenn du gewinnst, kriegst du den Urus. Was? Ja. Das ist jetzt Schmalspurumbau, richtig? Max? Ja. Max? Ja. Ja, Turan, was los? Max, wir dürfen Nickel nicht verlieren. Ja, nein. Ist doch egal, wir machen doch so schlecht diese Rede an. Das Auto ist ja kaputt hier vorne. Ey, der macht das Auto kaputt. Ey, was soll das? Mister, sieh, komischer Mann. Ja, komm, dann lass doch jetzt hier ein Rennen fahren. Hä? Eine Bedingung, der so Mann hat meine Farbe geklaut, der komische Mann. Wie denn? Ich hab lila, zieht lila aus. So, okay, komm. Oh, Leute, so, jetzt sehr gut. Wir werden jetzt Rennen fahren und gleich während dem Rennen, wenn er das jetzt annimmt und mitmacht, dann hat er nämlich die Straftat begonnen, Leute. So, dann stell dich mal hier auf. Wohin? So, mach dir mal dein Navi auf. Wir fahren zum Hafen. Zum Hafen. Wir fahren an den Hafen. Wer zuerst bei Simeons... Der Hafen ist groß. Wohin? Bei Simeons Garage. Wer zuerst da ist? Ah, ich weiß wo. So. Ja. Oh, ich freue mich aufs Rennen. Ich fahre gerne Rennen und viel und oft. Ah, auch hier öfter in der Stadt, wo auch Fußgänger und so sind? Ja, immer. Turan, hast du das aufgezeichnet? Das ist schon die erste Straftat? Ja, also ja, stimmt. Ich wollte eigentlich kaputt machen. Okay, dann 3, 2, 1, let's go. Okay, der hat das Rennen teilgenommen. Ist zu schnell, überhöhte Geschwindigkeit. Okay, check, wie sieht's aus bei euch in der Stadt? Gib Gas! Turan, funk mal zurück. Ja, alles gut, wir machen nichts Illegales. Wir sind nur am Zählen, ja, blank. Okay, wir kriegen ja Meldung von einem Autorennen, Ja, ist ein Undercover-Autorennen, sagt Turan, ist ein Undercover-Autorennen. Ey, lass mich in Ruhe, warum bist du so schnell? Oh. Vorsicht! Warte, okay, jetzt machen wir die Sirene an. Jetzt nehmen wir einen Hops, Leute. So, und Turan einmal durchfunken. Wir machen Sirene an. Einmal so, durchfunken. Sirene an. So, was? Rechts ranfahren. Sofort rechts ranfahren. Hey, lass mich in Ruhe. Undercover-Polizei. Du bist der Polizei. Sofort. Ey, der schießt. Turan hat das Feuer öffnet. Der weiß wohl nicht, dass er sich hier mit Turan und iCrabix angelegt hat. So, jetzt stellen wir den. So, Hendo. Aufstehen, Hendo! Hendo, verdammt nochmal! Turan? Turan kommt da wieder. Tut mir nichts, bitte! Waffe aus der Hand! So, Sie haben das Recht zu zweigen, alles, was Sie sagen können. Nee, check, Sie haben den Straftäter gestellt. So. Täterbeschreibung, wie sieht er aus? Er ist übergewichtig und isst gerne Burger. Ich glaube, wir haben Standardskill. Nein, das ist doch nicht Standardskill. Also, kleiner Witz. So, warte mal, ich muss mich mal kurz meinen Kollegen beraten. Turan, was sollen wir machen mit dem? Hinrichten? Turan, wir sind Polizei, wir können den doch nicht hinrichten. Nee, der hat was Böses gegen uns gemacht, wir werden ihn hinrichten. Ja, aber Turan, die Person wird gefahndet, bitte bringen Sie den direkt ins Gefängnis. Turan, wir sind jetzt Polizei, das geht hier nicht, wir müssen ihn zurück zum Gefängnis bringen. Ja, dann lass uns ein paar Finger mitholen und die im Gefängnis dann lassen. Lässt, werden wir verblenden. Finger mitnehmen? Bruder, Turan, wir sagen, der ist entwischt und verjacken den hier noch kurz. Wir sagen, der ist entwischt und ich schieße mit Raketenwerfer in der Helle. So, heute ist wohl dein Glückstag, Junge. Wir werden bitte dich nicht... Bitte bringen Sie den Mann unbedingt ins Gefängnis, er wird gesucht. Ja, wir bringen ihn.
Okay, oder Turan, warte, ich habe eine bessere Idee. Was passiert mit dir? Wir bringen ihn ins Gefängnis und geben ihm jetzt noch eine Abreibung. Ich möchte nach Hause, bitte. So, du bist jetzt ruhig, Junge. Ja, wir weht jetzt ein anderer Wind in der Stadt. Turan und ein Crabix sind jetzt hier die neuen Cops. So, und dein Auto, schießen wir erstmal schön Platten da rein. Turan, willst du hier vielleicht ein bisschen RPG mit dem Auto spielen? Aber warte, ich fahre erst noch unser Dienstwagen weg davon. RPG oder direkt mal? Guck mal, komm mal mit. Hier, ey, komm, schieß mal hin. So. Also ich mache hier vorne mal eine Straßensperre, so bitte nicht zu nah an die Explosion kommen. Turan ist schon durchgedreht. So, und du jetzt hier mitkommen. Mitkommen, Junge, du kommst jetzt schön in den Knast rein. Okay. Ja, alle bitte einmal umdrehen, das ist hier eine verdeckte Ermittlung. Umdrehen, verdeckte Ermittlung. Turan schießt mir gerade die Passanten ab. Die wollen Beamten. Das sind meine Freunde, die retten mich. So, einsteigen jetzt, Junge. So, du wirst jetzt erstmal für sehr lange Zeit in den Knast kommen, Junge. Sei froh, ich wollte dich eigentlich hinlisten. Ja, wenn es schon beim Kollegen ging. Ja, wir sind ja jetzt auf dem Weg zum PD. Oh, der Mann ist nicht so nett. Ja. So, hab ich das Rennen gewonnen? Nein, du hast das Rennen nicht gewonnen. So, Leute, wir haben jetzt hier gerade unseren ersten Straftäter gefangen. Wir bringen ihn jetzt mal direkt zum PD, Leute. Und dann warten wir auf neue Anweisungen vom Chef hier. Let's go. So, du kommst jetzt erstmal hier schön in die Untersuchungshaft. Bitte lass mich frei, bitte. Ja, du wirst jetzt freigelassen. Rauskommen. Check, check, an alle Einheiten. Mitkommen. Es wird aktuell ein Supermarkt überfallen. An alle Einheiten. Ein Supermarkt wird überfallen? Alter, Turan, das ist unsere Mission. Ein Supermarkt wird überfallen. Aua, bitte. Der Supermarkt gehört mir nicht. Ich muss den nicht schützen. Ja, du, klar musst du den nicht schützen, aber wir sind doch Polizei, wir müssen helfen. An alle Einheiten. Check. Die Spezialkommando-Touren iChronics nehmen sich der Sache an. Check. Okay, komm, ich habe keinen Touren. Danke, Klasse, du Blinge. Deine letzten Danke, Worte. Dass sie mir helfen. Was? Deine bitte letzten nicht. Worte. Hasta la vista! Au! Okay, Touren, komm, jetzt steig schnell ein. Leute, wir haben eine neue Mission. Es wird hier gerade ein Laden überfallen, aber nicht in unserer Stadt. Hier, die Supercops, iCrabix und Touren sind wieder auf dem Weg. Wir werden jetzt direkt mal zu dem Laden fallen, der hier gerade überfallen wird, Leute. Let's go! Okay, Touren, da vorne muss der Supermarkt sein, der gerade überfallen wird. Ich habe gehört, da soll irgendwie Geisel oder sowas sein. Wir werden hier mal direkt parken. So, hier davor, zack. Ey, Touren, sperr die Straße ab. Erstmal die Straße absperren. So, da ist hier niemand Polizei. Kommt näher. Polizei, Straßensperre. Oh, ey, aua. Ich werde von einem Zivilisten umgefahren. Ey, was soll das? Aua, ey. Junge, was bist du denn für einer? Aua, ey, Mann. Bitteschön. Danke, Touren. Alter, Leute, was war das denn für einer? So, okay. Keiner nähert sich. Ach, ich habe eine Geisel. Ach, ich kann das Es gibt eine Geisel. Warte ganz kurz. Wir müssen das erstmal durchfunken, Touren. Check. An PD. Check. Der Überfall ist eine Geiselnahme. Check. Bitte retten Sie die Stadt, bitte. Oh, wir müssen die Stadt retten. Okay, Touren, was würdest du sagen? Wie sollen wir verhandeln? Guck mal, was er für eine Geisel hat. Oh, das ist eine junge Frau dahinter. Leute, ich will das nicht Touren übernehmen. Das explodiert wieder. Touren, stopp, lass mich erstmal übernehmen. Ich werde erst übernehmen. Max, ich bin älter als du, ich hab vorlässt. Ja, okay, dann mach du halt zuerst. So. So, der Herr. Also, wir wollen Fluchtwagen und Geld. Ja, kein Problem, aber erstmal muss ich sicher gehen, dass der Geisel gut ging und sie dir nicht irgendwas angetan haben, ja? Ja. Nur kurz mit der Lady, wo du durch die Tür. Ja. Die Dame! Ja. Geht's Ihnen gut? Das ist eine junge Frau dahinter, ja? Ja, ich hab Angst. Sind Sie soll ich Ihren Mann anrufen? Sind Sie verheiratet? Ja. Was soll das denn für eine Frage? Max. Ja. Ist nicht wert, ihr keinen Bock mehr. Egal, ob die kaputt geht oder nicht. Hä, willst du jetzt nur nicht retten, weil die schon verheiratet ist? Ja, und der Mann soll die retten. Nee, ich hab keine Lust mehr. Hey, Touren, Alter, wir sind Polizei, wir müssen die doch trotzdem retten. Ja, genau. Ich schreib so meinen Plan auf. So. Okay, Leute, es hängt an mir. Ich werde das jetzt hier regeln. So. So, ich will jetzt mein Geld. Also, und den an den Geiselnehmer hier. Was haben Sie für eine Forderung? Ich will Geld und einen Wagen. Geld und Wagen, wie viel Geld? $100,000. $100,000 und ein Auto. Und hier, damit Sie sehen, dass Sie es ernst meinen, sehen Sie den Kassierer. Nein, lass den Kassierer. Alter, er hat den Kassierer abgeknallt. Oh mein Gott, wir dürfen nicht noch ein weiteres Opfer in Kauf nehmen. Okay, ich werde mich mit meinem Kollegen kurz beraten. Touren? Touren, Alter, wir müssen der Frau helfen, der Typ macht voll ernst. Ach, lass den einfach abknallen. Der hat da schon den Kassierer. Ich mach den ganzen Laden kaputt. Der dreht da voll durch, ey, Touren. Wir sind doch nicht ohne Grund die besten Cops hier in der Stadt. Wir werden das jetzt in Touren und iCrimex-Style regeln. Okay, warte, gib mir. Hast du noch so ein Auto?
8 Touren in den Nächsten. Ja, okay, halt ihm, sag jetzt aufhören, sag dem blinken Fluchtauto. Okay. Stopp. Sie kriegen ihr Fluchtauto mit den 100.000 Dollar ich im Kofferraum. Ich zähl bis 3. Ja, es ist gleich da. Nein, nicht schießen. Es ist gleich da. 1. Es ist gleich da, das Fluchtauto, ey. Was kommt dann nochmal? Eine 2. Touren, beil dich. Was für eine Zahl? Da ist das Fluchtauto. Touren, du gibst ihm sogar einen Bugatti? Ja, wir sind noch Polizisten, wir sind keine Smallspulen. Ja, okay. Mann. Hier ist dein Fluchtwagen, ein Bugatti. So, ich gehe jetzt zum Bugatti und ich ziele auf die Frau, lassen Sie mich gehen. Ja, okay. Ja, steig ein. So. Wir tun ihm seinen Bugatti. Das war ja richtig einfach. Ja! Alter, Turn, du hast ihn ja gerade voll hops genommen. Okay, jetzt werden wir den Verhaften so stehen bleiben hier. Och Mann, ey, verdammt, ihr habt mich. So, LSPD, Hände hoch. So. Ihr habt mich, Leute. So, sehr gut. Du dachtest, du kannst lieber voll machen in unserer Stadt, hä? Ich dachte, ich kann weglaufen. Ja. So, zack, erledigt. So. Turn, was machst du? Weiß ich nicht. Leute, Turn ist einfach durch und durch Mafia-Boss. Wenn du nicht willst, dass du verblenden tun, du mach jetzt die beiden Geständnis. Wie heißen du? Mein Name ist Nico. Hey, Leute, Turn ist einfach Vollblut Mafia-Boss. Er kann nicht anders. Turn, wir müssen keine Beweise vernichten. Wir sind die Polizei. Wir brauchen doch Beweise. Achso, ja, stimmt. Nico, stimmst du zu, dass du einen Überfall gemacht habe? Ja. So, das ist ein Geständnis. Oh. Check, wir haben ihn. Check. So, mitkommen. Aufstehen, mitkommen. Ey, Turn ist leider auch unser Dienstwagen zerstört. Ich werde uns mal schnell ein Auto besorgen. So, LSPD, wir brauchen hier ein Fahrzeug. So, wir nehmen hier den Range Rover. Wie, ich will lieber den Taco Bell-Wagen hier haben. Guck mal, der hat sogar Sushi. Ja, okay, dann fahren wir halt mit dem Sushi-Wagen. Oh, Leute. Ja, viel besser. Und wir haben hinten Platz. Ich kann ihn hinten ein bisschen verprügeln. Okay, sehr gut. Du kannst den Typ noch bearbeiten. Ich fahre den jetzt erstmal zum PD, Leute. Boah, und wieder einmal haben wir die Stadt gerettet. So, warte auf mich! Ja, steig ein, Touren. Ich glaube, der Taco-Wagen ist so für einen alleine. Oh, das ist nicht gut. Egal, ich flieg hinterher, okay? Okay, bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt hier beim PD wieder angekommen, aber wo ist Touren mit dem Gefangenen, Leute? Hä? Ja! Ich dachte, er wäre schon hier. Oh, ich höre ihn. Touren! Ja, hinter dir, so. Ach, da, yo. Auto. Hä, ja. Touren, wo hast du den Gefangenen gelassen? Keine Ahnung von der Idee, es gibt keinen Gefangenen. Hä? Hast du den eliminiert? Beseitigt? Ja, sonst kriegt die Polizei uns. Nur keine Beweise haben. Ah, Touren, wir sind doch die Polizei. Wir sind doch für Beweise da. Verdammt, ich vergesse das immer. Ach, du bist halt schon so lange Mafia-Boss. Alles gut, kein Problem. Ja, okay. Aber ey, wir müssen doch jetzt eigentlich langsam Feierabend haben. Wo ist denn der Polizeichef? Warte. Wo ist denn der Polizeichef? Polizei! Ey! Ja? Da oben ist er. Ja, so, ich würde sagen, wir haben wirklich viele Straftaten gemacht. Ich will langsam feiern, aber haben Sie die Sache gemacht, um die Sie gebeten haben? Wir konnten es erledigen, ja, haben wir geschafft. Sehr gut, alles klar. Max, wir müssen zum Gefängnis. Okay, alles, wie zum Gefängnis? Lass hier einen Polizeiwagen neben Touren. Ist es das, was du vorhin mit dem besprochen hast, mit dem Polizisten? Ja, vielleicht gab es eine Überleistung für dich. Warum ist die Überraschung im Gefängnis? Ja! Leute, was erklärt hat Touren? Sich alles von selber, wenn wir da sind. Leute, was hat Touren da vorhin geklärt mit dem? Das werden wir jetzt noch rausfinden. Wir machen jetzt erstmal die Sirene an, Leute, weil wir... Ja, wir dürfen es halt einfach nutzen. So, wir brettern jetzt erstmal schnell zum Gefängnis. Und dann werden wir jetzt mal noch rausfinden, was Touren da irgendwie noch geregelt hat, Leute. Let's go. Okay, wir sind jetzt hier beim Gefängnis angekommen. Touren, ich bin echt gespannt, was du mir jetzt hier zu zeigen hast. Komm mit. Ja, okay. So, einmal hier ins Gefängnis rein, so. Ich glaube, wir müssen hier rein, oder? Wir sind Undercover-Corps. Wir dürfen hier reinlaufen. Was kann ich uns Max. Denn jetzt hier zeigen? Ich sehe irgendwie gar nicht Max. Mehr durch. Ja? Auch wenn du viel in Minecraft bist, ich krieg alles mit, was du machst. Okay, das ist cool, Touren, dass du immer ein Auge auf mich hast. Komm mit. Warum klettern wir denn jetzt hier? Leute, was will ich? Ich check hier gerade gar nichts. So, Max. Und du glauben, dass ich das nicht mitkriege und ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht von dir. Okay. Tut mir leid, dass du enttäuscht von mir bist, Touren. Komm mit. Nein, hier. Ja. Oh, hey, Leute, warum sind wir jetzt hier im Zellenplatz? Wo bist du? Wer ist hier geknebelt, hä? Ach, da. Hä? Lass mich raus! Warum bin ich hier im Gefängnis drin? Was? Ich will raus!
los? Hast du Candy verhaften lassen? Warum bin ich hier? Ja, aber nur für 40 Jahre. Der hat ein Mistake gegen dich gemacht. Ach, stimmt. Ich will Ach, hier Candy. Raus. Lasst mich hier raus. Warum bin ich hier? Weißt du, der Polizist noch? Konnte mir keinen Grund nennen. Ja, weil du ein Diss-Track gegen mich gemacht hast. Juli, du hast doch auch einen gemacht. Ja, aber ich hab halt Rücken. Ich hab Rücken von Tour. Wir sind doch schon lange wieder Freunde, Max. Jetzt hol mich hier. Ah! Wow. Naja. Okay, Candy, du kannst ja noch ein bisschen hier chillen. Oh Was? Mann, ey. Oh, das war echt eine lustige Idee von dir, Tuan. Einfach Candy ja. einsperren lassen. Keine Sorge, ich hab die Jungs hier alle bestochen. Der wird jeden Tag einmal verprügelt. Aber wir lassen ihn doch jetzt hier nicht wirklich drin, oder? Ich dachte, das wäre jetzt. Für 40 Jahre bist halt. Ich dachte, wäre nur so ein Prank und wir lassen ihn jetzt raus. Ja, okay, komm. Für 40 Jahre. Sagen wir eine Nacht, lassen wir den hier noch ein bisschen schmollen. Alles klar. So, Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Tuan und iCrimex waren hier wieder einen Tag als Cops unterwegs. Wenn ihr das Ganze gefeiert habt, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer iCrimex.